Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen. Ich bin pünktlich hier in der Gruppe, wie versprochen. Wer da ist, kann sich kurz bemerkbar machen. Ich warte auch noch mal einen Augenblick, bis alle soweit hier reingeschneit sind. Wer mich noch nicht kennt, ich kann mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Gabi Lindemann und ich bin Coach und Trainer im Webseitenaufbau und für das Erlernen von Tools und Techniken, die wir auf dem Gang in unser Online-Business brauchen und die uns das Leben erleichtern, zum Beispiel auch das Zeitmanagement besser steuern und Prozesse automatisieren. Ne? Also wer mich jetzt noch nicht kennt, der weiß jetzt, was ich so mache. Ich bin speziell und individuell für alle Coach und Trainer, auch für kleine Unternehmen einsetzbar. Hallo, Hermann. Lauter. Bitte etwas lauter. Irgendwie. Ich habe jetzt das Headset auf. Soll ich mal ein bisschen näher kommen? Das ist jetzt blöd, oder? Muss mal gucken. Also ich versuche es nochmal. Es ist jetzt etwas besser mit dem Ton. Ist es jetzt etwas besser mit dem Ton oder soll ich vielleicht mal mein Headset wechseln? Das würde ich noch mal tun, aber eigentlich müsste es so gehen, ansonsten ohne, denn ich habe es bis auf voller Lautstärke eigentlich jetzt. Das ist gut, ja, prima. Was ist gut? Das ist jetzt gut. Oder soll ich Headset wechseln? Schreib mal kurz rein. Das dauert immer, es ist immer ein bisschen zeitverzögert. Also ich will es auch nicht jetzt hier so lange machen. Also er hat einen Daumen nach oben gegeben. Nehme ich mal an, es ist jetzt etwas besser, gell? Mit dem Ton. Ja. Lass es so. Alles gut. Dann brauche ich jetzt nicht nochmal Headsets wechseln und so. Ne? Beim letzten Mal ging das aber mit dem Headset auch ganz gut. So, jetzt bin ich wieder mal komplett aus meinem Konzept gekommen. Also, was erwartet euch heute hier? Wir wollen eigentlich über Stories sprechen. Ne? Okay. Stories in dem Sinne, es gibt fünf Wege, deine Stories zu produzieren oder einzusetzen. Und wie setzen wir die Stories ein? Und wie erreichen wir damit unsere Zielgruppe? Na, das wollen wir heute mal hier besprechen. Kurz zuvor möchte ich aber noch mal auf ein paar kleine Sachen eingehen von den letzten zwei Zoom-Calls, die ich hier in der Gruppe gemacht habe. Da ging es einmal um Crumble und einmal ging es darum, dass wir ja mit dem Fanpage Karma unser Audiogramm erstellt haben, beziehungsweise unser Rückblick auf das Jahr 2018. Ja? Die Susanne hatte mir da geschrieben in der Zwischenzeit, dass sie das gemacht hat, aber sie konnte in ihren PowerPoint, weil sie nicht diese neue Version hat, in der PowerPoint-Version nicht das, ja, was sie dort eben eingefügt hat, die Bilder in MP4s umwandeln. Das geht nicht mit der älteren Version, das stimmt vom PowerPoint, aber es gibt auch dafür eine Lösung, wie wir im PowerPoint, wenn wir eine alte Version haben, zum 2007, auch dort eine MP4 machen können. Und zwar ist es eigentlich ganz, ganz einfach. Wenn ihr eure PowerPoint-Präsentation erstellt habt, habt ihr ja so und so viele Folien, dann auf der linken Seite. Diese Folien sind ja alle nummeriert in Zahlen, ne? Und wenn wir das zum Beispiel dann oben abspeichern, speichern wir das normalerweise in einer kompletten Datei ab. Jetzt gehen wir aber den kleinen Umweg, dass wir das nicht abspeichern in einer kompletten Datei, sondern also in diesem PBG-Format von PowerPoint, sondern wir speichern das in JPEG ab. Das heißt, wir speichern jede einzelne Folie als Bild ab. Das könnt ihr dann oben ganz einfach machen, wenn ihr oben auf Datei geht, Speichern unter, könnt ihr die einzelnen Folien als Datei abspeichern. Da braucht ihr jetzt nicht zu teure Programme zu kaufen, sondern speichert euch die Folien dann ab in diesem JPEG. Dann habt ihr 12 Folien. So habe ich es heute mal mit der Folie probiert von Susanne, hatte ich 12 Folien. Und diese 12 Folien, die müssen wir natürlich dann in ein Programm hineinholen,
was G-Bags wieder kann. Das ist aber auch ganz einfach. Sie hatte aus dem Vorschlag gemacht über diesen Media Player von Windows. Da hat der Gerhard mir aber zwischenzeitlich auch gesagt, dass es da nicht geht. Ich selber habe leider kein Windows-System, deswegen konnte ich es nicht probieren. Aber Gerhard hat es probiert und es funktioniert nicht. Die Lösung war natürlich mein Programm, was ich jetzt für mich hier genommen habe. Das geht aber leider nur mit dem Mac-System. Das nennt sich Keynote. Hallo? Mit dem Keynote kannst du quasi deine erstellten JPEGs dann in ein MP4 umwandeln. Da aber Susanne dieses Keynote nicht hat, gibt es wieder eine Lösung. Und zwar habe ich ja auf meinem YouTube-Kanal oder auch schon im letzten Jahr, ich denke mal so Mitte des Jahres irgendwann, habe ich euch mal über ein Tool erzählt oder auch ein Video gedreht, das nennt sich Lumen 5. In dieses Lumen 5 können wir zum Beispiel Bilder einfügen. Wir können Bilder von Pixabay nehmen, wir können Bilder von Unsplash nehmen, aber wir können auch unsere eigenen Bilder dort einfügen. Dieses Programm ist ja kostenlos und ihr macht eure Folien oder eure JPEGs, abgespeicherten Bilder, hallo, quasi in dieses Lumen rein. Ne? Susanne, 12 Folien, abgespeichert in JPEG, holt sie sich in Lumen rein. Und in dem Lumen ist das wirklich ganz, ganz toll. Dort kannst du dann deine Folien bearbeiten, kannst du ein bisschen hinterlegen, kannst Übergänge einfügen und kannst vor allen Dingen, das ist das Schöne an dem Lumen 5, du kannst das zeitgesteuert machen. Also du kannst genau gucken, siehst du, darauf wärst du nicht gekommen, danke. Du kannst genau gucken, wie lang dein Video oder deine MP4 wird. Ne? Und da wir ja zum Beispiel jetzt, nur mal angenommen, wenn wir Stories machen und wir wollen das auf Instagram, müssen wir ja unter die 20 Sekunden kommen. Ne? So, und dann können wir das natürlich mit dem Lumen 5 sehr gut steuern. Ne? Das steht dann genau da, wie lange du da brauchst und kannst du deine Folien, entweder lässt du etwas länger ablaufen, steuerst du besser oder lässt welche weg. Ja, so kann man das dann machen. Und ich habe mal geguckt, 56 Sekunden waren die Folien jetzt lang von der Susanne, wie ich sie jetzt importiert habe in dieses Keynote. Und das Keynote, das speichert das ja bei mir ab in das MP4. Ja, Katrin hat auch Mac, das weiß ich. Du könntest zum Beispiel auch dann in dem Keynote diese Folien reinholen und dort bearbeiten und ein Filmchen drehen und das auch besprechen. Das geht auch damit, ja. Also Susanne, du müsstest dann, wie gesagt, den Umweg gehen über dieses Lumen. Wenn du das noch nicht kennst, auf meinem YouTube-Kanal ist ein Video zum Lumen 5. Dort habe ich genau erklärt, wie man sich anmeldet, wie man was gestaltet, wie man Bilder reinholt und. Also nochmal ein Tool mehr zum Lernen. Aber wenn du das einmal benutzt hast, ich sage dir, du nutzt das immer wieder, weil du dort auch Schriften ablaufen lassen kannst. Na, zum Beispiel für die Instagram-Stories kannst du dann immer solche Schriften auch einfliegen lassen. Und das ist wirklich schnell gemacht. Ich denke mal, so ein Video hast du innerhalb von 5 Minuten auf Lumen auf jeden Fall erzeugt. Hallo mit Verspätung. Ja, Susanne, jetzt hatte ich alles schon erklärt, wie man das macht. Du müsstest dir dann die Aufzeichnung anschauen. Sonst muss ich ja jetzt alles hier nochmal wiederholen. Okay. Also, wir haben jetzt gerade besprochen, wie wir das jetzt machen mit dem Windows-System und deinen Folien. Und ja, so wäre jetzt die Lösung jetzt erstmal von mir, weil es ein Tool ist, was kostenlos ist, weil man das schnell gemacht hat, weil es einfach ist und weil man das muss ich jetzt niemandem zeigen, weil das kann jeder einfach und schnell selber machen. Na? Okay, dann gab es die Frage zum Cramble. Das Cramble ist ja unser Automatisierungstool für überhaupt unsere Instagram-Posts. Da hatte ja der Marco Probleme mit der Installation. Vermute ich aber mal, weil beim Cramble gibt es ja die Besonderheit, wenn man das Tool dann installiert, du siehst ja quasi immer nur einmal Windows und einmal drüben das Mac-System. Und wenn du das dann installiert hast, bist du sofort in den Cramble drin.
Also du hast nicht noch mal eine Oberfläche, wo du dich einloggen musst oder wo du irgendwas machen musst, sondern du bist bei der Installation sofort drin, in dem Crampel. Da würde ich dir raten, wenn du da wirklich Probleme hast, weil du denkst, ja, guckst dir die Aufzeichnung an, denkst, du bist dann nicht in dem Programm, da würde ich dann auf jeden Fall mir das als Favoriten so hinlegen, dass ich dann immer einfach reinkomme. Ich weiß nicht, wie es der Gerhard macht, aber bestimmt auch. Also ich habe mir das als Favoriten hinterlegt und komme da eigentlich immer ganz einfach rein in dieses Krempel. Na? Ich weiß nicht, ob es jemand schon probiert hat. Manche hatten auch Probleme mit diesen Credits. Na? Die Credits sind ja dafür da, dass wir uns auch mal so ein paar automatische Likes holen können. Wenn es da Probleme gab mit den Credits, dann kann das nur damit zusammenhängen, dass ihr entweder noch nicht genug Credits gehabt habt, schätze ich mal, oder ihr noch nicht dafür zertifiziert seid, also dass ihr erst eine gewisse Zeit dieses Krempel nutzen müsstet und erst mal Posts gemacht haben müsst, bevor ihr überhaupt die Credits macht und dass ihr auch mal diese Likes vergebt. Ne? Da gibt es ja halt die Option. Likes und die müsst ihr natürlich dann auch bei ausgewählten Bildern mal Likes vergeben. Wenn ihr keine vergebt, könnt ihr natürlich auch keine Credits erhalten. Ne? So erstmal jetzt meine Vermutung. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich bin schon der Meinung. Und was natürlich auch immer wichtig ist, wenn man die Posts macht, ihr müsst das wissen. Bei dem Crumble, es gibt Probleme mit den zeitgesteuerten Posten. Das hängt damit zusammen, ihr müsst euren Rechner. Ja, ihr müsst euren Rechner immer auf Standby lassen. Das heißt, er muss immer in der Lage sein, wenn er im Schlafmodus ist und er ist jetzt in der Zeit der Postings, dass er dann wieder aufwachen kann. Wenn ihr den Deckel zumacht und er fährt runter, ist er nicht mehr im Schlafmodus, ne? Also dann weckt ihn sozusagen keiner auf. Das müsst ihr wissen. Das ist eben bei Crumble diese Besonderheit. Ne? Bei einem Mac-System ist es ganz einfach. Da drücke ich kurz meinen Knopf, dann geht er in meinen Schlafmodus und dann postet er trotzdem im Schlafmodus. Das ist bei dem Windows-System ein bisschen komplizierter, weil diese ganzen gesteuerten Sachen wie Lüfter und so, die sind ja auch immer permanent am Arbeiten an so einem Rechner. Da könnte es Probleme geben, wenn man den Rechner dann wirklich in dem Standby-Modus hat. Na? Das ist natürlich jetzt eine Sache, was ihr jetzt mal mal beschauen müsst, ne, ob das bei euch so ist. So, was der Gerhard hat geschrieben, ich habe es von einer anderen Seite runtergeladen, da ich mit meiner Antivirensoftware Schwierigkeiten habe. Ja, das ist immer so, alles, was an zusätzlichen Tools auf oder Programmen auf unseren Rechner geladen wird, das kann mit dem Virenprogramm Probleme geben. Deswegen ist es eigentlich super, gerade das ist ein guter Stichpunkt, Gerhard, dass wir, also ich bin ja auch der Verfechter davon, diese Google Chrome Erweiterung nehmen. Ne? Bei allen Dingen, die wir arbeiten, gibt es eigentlich diese Erweiterungstools. Und das ist der Vorteil daran, weil wir diese Programme nicht auf den Rechner installieren müssen und der Rechner nicht dadurch belastet wird und ständig von Antivirenprogrammen überprüft wird, sondern diese kleinen Tools, die haben wir ja oben dann in unserer Google Chrome Erweiterung und die können wir dann erstmal, können wir sie sehr, sehr schnell ansteuern und stehen uns immer zur Verfügung und unser Rechner wird nicht so sehr belastet, ne? Er arbeitet immer dann in diesem ja, Browserfenster von Chrome und muss dann nicht noch extra im Hintergrund quasi irgendwelche Programme öffnen. Hallo Simone, schönen Tag, guten Tag, ja. Also das ist erstmal Fakt, ne? Und es ist heutzutage so, dass wir ja natürlich alles einfacher haben wollen. Wir wollen es ja automatisiert haben, ne? Wir wollen nicht extra dorthin springen und diese Programme öffnen und das Programm öffnen, sondern wir wollen mit einem Klick dahin kommen, wo wir hin wollen. Na? Und dafür gibt es eben diese Google Chrome Erweiterungen. Wir haben ja heute das Thema Stories und auch für die Story-Funktion gibt es Google Chrome Erweiterung. Na? Das Tool, was ich euch vorstellen will für die Story-Posting, das spreche ich zum Schluss an. Erstmal klären wir eigentlich die fünf Wege, welche wir eigentlich nehmen wollen, um Stories zu posten. Na?
Da haben wir einmal unsere Fanpage-Stories, dann haben wir einmal unsere Gruppen-Stories, dann haben wir unsere Privatprofil-Stories, dann haben wir noch unsere Instagram-Stories und unsere Messenger-Stories. Also wir haben 5 Stories, die wir im Auge behalten müssen. Ne? Und jede will halt bedient werden. Ne? Und da müssen wir wissen, das stimmt schon, dass Instagram, Facebook, dass die jetzt alle zusammenwachsen und dass es vielleicht dann mal die Möglichkeit gibt, dass wir mit einem Post alles bedienen können. Aber im Moment geht das ja noch nicht. Wir können ja nur teilen. Wir können praktisch unsere Instagram-Story auf Facebook teilen. Wir können auf Facebook unser Instagram, aber können nicht die verschiedenen Profile quasi alle mit einmal ansteuern. Das wäre super, aber funktioniert momentan noch nicht. Es gibt eine Besonderheit bei der Fanpage-Story. Na, also bei mir leider ist es auf meinem Profil noch nicht so. Vielleicht habe ich noch zu wenig Follower, aber viele haben es schon. Die haben unter ihrem Bild ein kleines Pluszeichen und können von ihrer Fanpage aus direkt dort drauf und können dort die Stories von der Fanpage aus steuern. Aber auch dafür gibt es eine Lösung für diejenigen, die das noch nicht haben, wie ich. Gibt es die Lösung, dass man das über seine Gruppe macht. Ne? Wenn ich auf meine Gruppe gehe, bin ich ja dann mit meinem Profil, Fanpage-Profil quasi verbunden. Ne? Ihr seht ja dann mein Bild von der Fanpage. Und wenn ich dann auf meinem Gruppenprofil bin, kann ich dann rechts gehen in Stories posten. Also kann ich von dort aus meine Stories auch posten. Der Nachteil ist aber, wenn ich das in der Gruppe mache, kann ich es wieder nicht teilen. Deswegen ist es eben wirklich eigentlich immer schöner, wenn man das auf der Fanpage machen kann. Was aber wichtig ist, dass alles, was ihr macht, wenn ihr auf der Fanpage das macht, auch mit eurem Instagram-Konto, mit eurem Business-Account verknüpft seid. Also oben in die Einstellung gucken, ob euer Profil vom Instagram mit eurem Profil von Facebook verknüpft ist, ne? Dass ihr dann immer diese Posts auch seht. Dann könnt ihr von der Fanpage aus dann gleich auch schauen, ob es Kommentare gab und, und. Das könnt ihr auch vom PC aus machen. Und das ist ja das, was viele eben wollen. Die wollen ja auch vom PC aus das alles steuern und dann nicht auf dem Handy, extra auf dem Tablet und dann nochmal auf dem PC. Es ist ja immer schöner, wenn man eine Plattform hat, wo man alles machen kann. Aber das geht jetzt nicht hundertprozentig. Ne? Aber nicht jeder hat ein Handy, aber die meisten. Okay. Ja, also das ist erstmal wichtig, dass ihr wirklich eure Fanpage mit dem Instagram-Account verknüpft habt. Und dann ist es immer am besten, man macht die Story so, dass sie natürlich, je nachdem, wo man sie postet, auch zu dem Thema passt. Also wenn ich von meiner Fanpage aus poste, sollte ich auch einen Post machen, was mein Business betrifft. Ne? Wo ich die Leute vielleicht auf mein Angebot hinweisen will, wo ich die Leute vielleicht für eine Veranstaltung bekommen möchte oder ich will einfach nur auf meinen Blogartikel. Ne? Bei dem Privatprofil ist es so, dann postet man eben auch mal sein Urlaub oder was weiß ich, die privaten Sachen, die eben viele jeden Tag posten. Die Simone macht das immer toll. Die hat da immer so tolle Posts mit ihren vielen Reisen. Das ist natürlich super, wenn man sowas hat. Das bringt Aufmerksamkeit. Da gucken die Leute, die scrollen dann und denken, oh, so schöne Bilder, oh, Urlaub, Sonne, Sonnenschein, alles toll. Also das finde ich wieder sehr toll und spricht mich persönlich sehr an. Und dann bleibt das auch meistens so im Gedächtnis. Ne? Dann denkt man auch, oh, das ist doch super und das ist doch toll. Wer sowas eben nicht hat, der muss auf sein Privatprofil, ich bin ja auch nicht der Reisetyp, der immer zu verreist, aber da muss man eben dann auf seinem privaten Profil andere Sachen posten. Ich bin dann eher so der Typ, der dann immer Sprüche postet, ne? Mit irgendwelchen schönen Sprüchen, sowas oder Bilder, die ich von mir selber mache, in Crello, in Canva, das dann ein bisschen gestalten. Sowas fällt dann auch auf. Man muss eben immer so, bin ich der Meinung, seine eigene Linie finden. Ne? Dass man wirklich, wenn man die Person sieht, dann weiß, aha, das kommt jetzt von der Person und das kommt jetzt von der Person. Ne? Man sollte nie jemanden nachäffen oder nachmachen, sondern sollte immer sein eigenes
Ding machen und seine eigene Authentizität leben. Da bin ich ja auch so der Typ dafür. Grello, ja, Grello gehen auch Kurzvideos, gell? Aber wie gesagt, für viele ist Grello ja nur am PC bedienbar und man kann es halt nicht am Tablet, gell, oder am Handy bedienen. Das ist noch ein kleiner Nachteil, aber ich habe, muss ich noch mal schnell gucken in meine Dingens. Ich habe euch auf jeden Fall auch noch drei Sachen aufgeschrieben bzw. gesucht, wo ihr auch am Tablet und am Handy noch die Stories selber produzieren bzw. erstellen könnt. Also nicht nur im Instagram, sondern ihr könnt das zum Beispiel auch machen in Photoshop Express. Wer das zum Beispiel als App hat, der könnte das in dem Photoshop Express nutzen, also deine Story dann dort produzieren und dann posten. Oder in den Snapseed. Das habe ich auch selber schon genutzt. Also muss sagen, das ist ein schönes, einfaches Programm. Funktioniert super. Und dann gibt es noch BeFunky. Na, das könnte man auch noch nutzen, wer jetzt ein Tablet oder ein Handy hat. Kann man ja vom PC vorher vom Handy ziehen. Ja, es, ja, das stimmt. Gell? Das stimmt. Es ist immer so, ich finde, es soll so leicht wie möglich sein, Gerhard. Weißt du, wenn ich jetzt schon wieder die Story am PC mache, muss ich mir dann erst wieder runterziehen auf dem Handy. Finde ich ein bisschen ungünstig, ganz ehrlich, so viel Zeit haben ja die meisten nicht. Es muss ja alles miteinander verknüpft werden und von jeder Plattform, egal. Also ich zum Beispiel, wenn ich mein Tablet habe, möchte ich ja natürlich auch auf meine Dateien, die ich produziert habe, zugreifen und nicht erst runterladen, dahin speichern, dorthin speichern. Die Zeit hat keiner von uns heutzutage und deswegen, ja, bin ich jetzt nicht so der Verfechter davon. Ne? Es gibt noch eine andere App, die nennt sich Hypertype. Dort könnt ihr animierte Texte und Videos einbinden. Das ist auch eine App. Soll ganz gut sein, hat gute Bewertungen bekommen. Könnt ihr auch mal testen. Und eine große App, die haben ja auch viele schon, das Adobe Spark. Und in dem Adobe Spark gibt es auch eine App und da könnt ihr auch eure Stories machen. Also wie gesagt, es gibt vielfältige Dinge. Man muss nicht immer nur an einer bestimmten Sache festhalten und sagen, das ist jetzt gut, sondern man muss wirklich da breit gefächert aufgestellt sein und dann auch mal alles individuell ausprobieren. Weil der Markt und auch dieses, ich sag mal so, das ganze Business, es verändert sich alles so schnell. Was gestern noch toll war, jeden Tag einen Blogartikel oder jede Woche einen Blogartikel schreiben, ist heute eigentlich nicht mehr so toll, weil, ja, das soll schon noch sein, aber die Leute, die wollen heute einfach nur kurze, prägnante Informationen haben und wollen heute keine ellenlangen Texte mehr lesen. Also zumindest ist es meine Erfahrung so. Ich meine, ihr habt wieder andere Erfahrungen, aber meine Erfahrung sagt mir, dass doch viele mehr so die kurzen Sachen, ja, konsumieren. Ne? So, also für den PC gibt es diese Google Chrome Erweiterung. Warte, ich sage euch gleich, wie sie heißt. Ich muss jetzt selber erst mal gucken. Die kann aber, dort könnt ihr aber noch nichts posten. Die nennt sich Chrome IG Story. Die ist nur dafür da, dass ihr schauen könnt, wer was gepostet hat von den Stories bei Instagram. Ich rede jetzt von Instagram. Da könnt ihr selber keine Stories erstellen. Und jetzt verrate ich euch auch noch dieses Tool, wo ihr die Stories planen könnt und dann verschicken könnt. Das nennt sich Storito. Das wird geschrieben Storito. Zu diesem Storito habe ich euch ein Video gedreht. Das werde ich heute noch in die Gruppe stellen und werde euch da genau erklären, wie ihr das Tool einsetzen könnt. Das ist ein Tool, was ihr am PC nutzt. Das ist also für diejenigen, die am PC arbeiten, dort deine Story erstellen und dann zeitgesteuert posten. Kannst du die Apps nochmal in den Kommentaren schreiben? Mache ich. Ich habe auch für euch noch ein Arbeitsblatt erstellt und
dort habe ich genau erklärt, wie ihr was in welcher Funktion nutzen könnt und wie ihr das macht. Na, das habe ich in einem Arbeitsblatt erklärt und das stelle ich auch nochmal hier unten in die Posts mit rein, falls jemand noch gar nicht weiß, wie er so eine Story erstellen muss oder wie er wohin klicken muss, habe ich dort noch mein Arbeitsblatt für euch erstellt. Ja, und die Apps, die werde ich euch dann nochmal aufzeigen. Gell? Da gibt es einmal Hypertype, der Adobe Spark, Over, Photo Express, Snapseed und Bifunky. Also die 6 Stück sollten wo reichen, dass einer von euch dort was findet, was er dann auch anwenden kann. Ja, und wie erreichen wir unsere Zielgruppe? Unsere Zielgruppe erreichen wir, wenn wir tolle, ansprechende Posts machen. Genau da erreichen wir unsere Zielgruppe. Und was wichtig ist, wenn ihr eure Zielgruppe über die Story-Funktion erreichen müsst, dann müsst ihr euch natürlich auch dementsprechend dann die Listen anlegen, ne? Hatte ich letzte Woche schon erklärt, dass wir in Facebook uns sogenannte Listen anlegen. Und in jeder Liste sind die Personen drin, die wir gerne ansprechen möchten mit unseren Posts. Und wir sollen uns nicht als Konkurrenten sehen, das hatte ich auch gesagt, sondern wir sollen uns eigentlich als eine große Gemeinschaft sehen. Ne? Jeder von jedem soll lernen und jeder soll auch den Post der anderen mal liken, kommentieren und auch weitergeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn sind wir mal ehrlich, wir sind alle mit einem anderen Thema unterwegs. Der Markt ist so groß und wir haben überhaupt keine Angst davor zu haben, dass uns irgendjemand auch nur irgendwas wegnimmt. Ist totaler Quatsch, weil jeder ist in seiner eigenen Nische unterwegs. Ne? Ich bin in meiner Nische unterwegs mit Tools und Techniken. Und da gibt es noch nicht so viele. Und Frauen gibt es eigentlich auch so gut wie keine, die Tools und Techniken erklären. Aber da sage ich mir, ich habe ja auch meine 20-jährige Erfahrung im Offline-Bereich. Ne? Und 4 Jahre jetzt Erfahrung im Online-Bereich. Und 1 Jahr bin ich jetzt als Coach unterwegs. Und man entwickelt sich ja auch. Also wie gesagt, macht euch diese Listen und dann postet ihr gezielt zu den Listen eure Postings. Ne? Wenn ihr dann unten auswählt, öffentlich, Story, dann steht an der rechten Seite, dann sind eure Listen, wo ihr diesen Post dann hinschickt. Ne? Wer natürlich eine riesen Fanpage hat, der hat natürlich dann auch gleich eine riesengroße Liste, wo er dann seine Stories gleich hinposten kann. Das ist natürlich dann eine super Funktion. Ne? So langsam wird ja die Gruppe auch hier mehr und das freut mich auch sehr. Und es sind auch wirklich viele hier in der Gruppe, die sich auch für das Thema Tools und Techniken interessieren, um unser Online-Business leichter zu machen und vor allen Dingen unser Zeitmanagement. Ne? Wir haben ja alle keine Zeit, wir gehen arbeiten, also ich zumindest den ganzen Tag. Und ich brauche halt eine Technik, was mir alles erleichtert. Und das will ich euch einfach weitergeben. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt zu dem Thema Stories jetzt noch Fragen sind. Na, wir haben jetzt nicht den Workshop gemacht, wie eine Story erstellt wird, sondern es ging ja heute hauptsächlich darum, dass ihr wisst, wo ihr Stories postet und welche Tools ihr dort einsetzen könnt, um diese Stories zu posten. Sollte jetzt wirklich einer noch Probleme haben, der gar nicht weiß, wie man eine Story erstellt, na, dann bin ich natürlich auch da, um euch zu helfen. Aber ich setze jetzt mal voraus, dass viele das hier auch schon wissen und selber auch schon mal gemacht haben. Ne? Aber ihr könnt gerne nochmal hier in die Kommentare schreiben, wenn es jetzt zu den Stories noch Fragen gibt. Ne? Also wir haben 5 Story-Profile, wo wir posten können. Fanpage, Gruppe, Privat, Instagram, Messenger. Wie gesagt, diese 5 müssen wir im Auge behalten. Ne? Und ganz wichtig dann auch, wenn ihr Messenger benutzt, zum Beispiel ManyChat, da wird es demnächst auch so eine Funktion geben, dass man dort auch Stories posten kann. Das ist natürlich dann auch für uns super, dass wir dann alle ansprechen, die dann in unserer Liste sind. Ne? Und wenn das alles zusammenwächst, Facebook, Messenger und WhatsApp, dann wird das nochmal richtig groß. Wie kann ich einen Link in die Facebook-Story einfügen?
Das kannst du machen. Und zwar gibt es da einen kleinen Trick. Über Facebook direkt kannst du es nicht machen, aber du kannst es über Instagram machen. In Instagram erstellst du dir eine Story, gell? Und in der Instagram Story gibt es den Befehl oder die Möglichkeit mit einem Link einfügen. Das machst du in Instagram und dann kannst du die Story teilen. Dann hast du die Teilfunktion. Unten steht dann jetzt Story auf Facebook teilen. Dann teilst du die Story. Oder noch ein Weg, du speicherst dir die Story dann ab. Na, du kannst ja auch die Story speichern und dann kannst du die Story wieder auf Facebook posten. Das ist der kleine Umweg. Und da macht sich's auch gut, Hermann, dass du weißt, wenn du Stories postest auf Facebook, die sind nicht verschwunden, ne? Die sind noch da, die Posts. Und die können wir auch noch mal für uns benutzen. Ne? Wenn wir zum Beispiel denken, wir haben 50 Stories gemacht, wo sind die denn alle hin? Um Gottes Willen, was ich mir da für eine Arbeit gemacht habe, ist überhaupt kein Problem. Die kriegen wir alle wieder. Und zwar gibt es im Facebook ein sogenanntes Story-Archiv. Und in diesem Story-Archiv sind alle unsere Stories abgespeichert. Und wir brauchen im Prinzip nur die Stories wieder zum Leben erwecken. Ne? Klickst du einfach drauf, schaust dir die Story an und du kannst sie sogar runterladen und dir dann nochmal bearbeiten. Ne? Also hoffe ich, dass dir die Frage jetzt damit beantwortet ist. Ja? Okay, also bei Facebook noch nicht, aber bei Instagram geht's. Ja. Also ich habe mir heute mal meine ganzen Stories angeguckt, die ich mal so in der Laufe der Zeit gepostet habe. Der Link ist dann klickbar auf Facebook, ja. Geht aber nur, wenn eine Fanpage mit Instagram verbunden ist. Das hatte ich vorher erklärt, weil du brauchst dafür unbedingt den Business-Account, ne? Du kannst das nicht einfach ohne Account machen. Das geht leider nicht. Aber wenn du kein Fe das ist auch so eine gute Funktion, wenn du kein Instagram-Konto hast. Angenommen, du bist nur auf Facebook unterwegs und hast kein Instagram-Konto, könntest du theoretisch trotzdem auf Instagram Stories posten. Das ist eine Funktion, die dort mit den beiden vernetzt ist. Also das geht. Aber du brauchst eben diesen Business-Account, um die erweiterten Funktionen zu benutzen. Ja, also das kannst du mal ausprobieren, Susanne. Der Link ist dann klickbar. Du musst es aber, wie gesagt, auf Instagram erstellen. Dann dort teilen oder abspeichern und wieder neu hochladen auf Facebook. Den Weg musst du dann mal gehen. Und ich muss auch wirklich sagen, also was Facebook jetzt so gemacht hat, das erstaunt mich immer wieder. Die sind so unterschiedlich, ne? Bei einer Fanpage geben sie das frei und bei der nächsten Fanpage geben sie das frei. Also die geben für die Menschen nicht die einheitlichen Funktionen frei. Warum und weshalb? Das Prinzip habe ich leider auch noch nicht verstanden, warum bei dem einen die Funktion da ist und bei dem anderen nicht. Es bleibt immer irgendwo ein Rätsel. Instagram habe ich noch nicht. Genau, Hermann, du hast noch kein Instagram. Beim Anmeldenamen musst du natürlich sehr genau beachten, dass du wenn du ein Business hast und einen Business-Account dir dort anlegst, dann sollte auch der Name deines Accounts dein Business widerspiegeln. Also ihr wisst ja, mein Instagram-Account beschäftigt sich auch mit meinem Business. Coach Ü50-Generation. Bin ich zwar jetzt nicht immer, weil ich auch Leute coache, die nicht Ü50 sind, aber so nenne ich mich halt auf Instagram. Und da ist es wirklich wichtig, dass dein Name das widerspiegelt, ne? Aber das darfst du nicht unterschätzen. Wenn du ein Business aufbaust, mach einen Business-Account. Du wirst sehen, dass du dadurch auch viele Menschen erreichst. Und wenn jetzt bald das kommt, da Gerhard hat es ja heute auch nochmal in Affiliate Club gepostet, dass Instagram, Facebook und WhatsApp und Messenger zusammenwachsen, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als überall da eine Plattform zu haben. Und wir kommen natürlich dann auch, wenn wir Werbung schalten, dann auf allen Kanälen rüber.
Für uns ist es an und für sich ein Vorteil, würde ich sagen. Aber ich verstehe das schon. Man ist jetzt auf Facebook unterwegs und kommt gerade so damit klar und jetzt plötzlich wieder was Neues und. Und da muss ich mich um den Kanal kümmern und um den Kanal kümmern und darum kümmern. Das stimmt. Aber wie gesagt, es gibt viele schöne Dinge und viele schöne Tools, die uns das Leben leichter machen und das alles automatisieren. Wir müssen es nur für uns selber einsetzen und müssen unser Zeitmanagement selber gestalten. Ne? Das, wie gesagt, ich nutze auch diese Tools und ich bin 8 Stunden, 9 Stunden arbeiten, aber mache trotzdem meine Posts jeden Tag und auch meine Arbeit in der Gruppe und. Und trotzdem schaffe ich das alles jeden Tag. Warum? Weil ich mich wirklich gut in der Hinsicht organisieren kann und weil ich das auch gerne mache und tue und weil es mir auch Spaß macht. Ne? Wenn du möchtest, Hermann, dann kann ich dir auf jeden Fall bei dem Account helfen, also den Business-Account einrichten, kann dir Tipps geben und ich habe auch, ja, das stimmt, ich habe in meiner Biber-Gruppe, hatten wir ja vorst ja im Sommer das Modul Instagram, einen Monat lang, da habe ich auch noch ein Arbeitsblatt, wie man das genau einrichtet, wo man hinklickt, was man machen muss. Und es ist kostenlos. Also du musst nichts bezahlen für einen Business-Account. Und viele fragen mich auch immer, muss ich denn, wenn ich einen Business-Account habe, auch einen privaten Account haben bei Instagram? Also ich persönlich habe es. Ich habe einen privaten und habe auch einen Business-Account. Finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen, weil auf meinem privaten kann ich doch mal ja über Urlaub mal was posten oder wenn ich mal mit Freunden unterwegs bin oder so. Ich mache das eigentlich dann immer so, das wäre sehr schön, das mache ich gerne. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich das ein bisschen trenne und dass ich da wirklich privat und Business ein bisschen auseinanderhalte. Aber es fällt mir in Facebook sehr schwer, muss ich sagen, weil ich momentan ich sehe die Möglichkeiten auf meinem privaten Profil viel mehr als auf meiner Fanpage. Deswegen bin ich eher jetzt auf meinem privaten Profil auch mal geneigt, mal was businessmäßig zu posten. Oder was ich auch mache, ich vernetze mich jetzt auch wirklich mit Menschen, die, sagen wir mal, in meiner Nische sind, beziehungsweise die auch mein Thema haben, mit Coaches. Wenn ich dort angefragt werde, und die wollen sich mit mir befreunden, mache ich das, weil ich da für meinen Vorteil auch sehe. Ne? Das sind ja auch Coaches, die sind ja auch unterwegs. Früher habe ich gedacht, nee, ich will mein Privatprofil privat halten. Aber heute bin ich davon nicht mehr überzeugt, weil ich doch da jetzt viel mehr Menschen da ansprechen kann. Ne? Um die Fanpage dahin zu bringen, wo ich jetzt mein Privates habe, da bräuchte ich mindestens noch 1-2 Jahre. Weil das ist unheimlich schwer, dort Follower oder jetzt Leute zu gewinnen, die sagen, Mensch, Daumen hoch. Du freilich, ich bin auch der Typ, der dann wirklich auch mal privat die Leute anschreibt, aber man kann das ja auch nicht ständig machen und die Leute sagen, jetzt gib mir mal einen Daumen nach oben. Die kennen mich ja noch gar nicht. Ne? Ich bin momentan wirklich so, dass ich auf meinem privaten Profil da geneigt bin, viele als Freunde anzunehmen, die ich jetzt nicht kenne, aber die eben auch als Coach oder als Trainer oder in meiner Nische so unterwegs sind, die auch im Online-Business unterwegs sind und wo ich dann auch selber viel sehe, was die machen, was die tun, wo ich manchen folge, wo ich sage, Mensch, die machen das toll. Aber es gibt auch, muss ich ehrlich sagen, so viele Coaches da draußen, die wo ich dann sage, was geben die eigentlich für Mehrwert an die Menschen? Was können die eigentlich ihrer Zielgruppe vermitteln, wenn sie selber gar nichts wissen? Ne? Da gibt es sogar welche, die haben nicht mal eine eigene Verkaufsseite oder eine Webseite muss ich nicht unbedingt haben, aber wenigstens eine ansprechende Fanpage, wo alle Informationen drinstehen, wo drinsteht, was derjenige macht. Ich kann ja auf meiner Fanpage auch eine Landingpage machen und kann auch wie so eine Art kleine Webseite machen. Ist ja alles kein Thema. Aber ich schweife ja auch jetzt hier wieder ab. muss ich wirklich sagen, das erschreckt mich, dass manche so da so blauäugig sind und aus dem Nichts kommen und ja, jetzt bin ich
Ja, Marco, wir haben schon über dich gesprochen. Hallo, schönen guten Abend. Du hattest mir ja die Woche nicht geschrieben mit deinem Problem oder nicht mehr. Und da vermute ich mal, das Problem hat sich gelöst. Aber wir hatten vorhin gerade von dem Thema Krempel gesprochen und auch der Gerhard hat dazu was gesagt. Also wir sind alle der Meinung, das muss funktionieren. Na, ja, gut. Also. Habt ihr jetzt noch Fragen? Ich bin ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber ihr habt jetzt so mal das Prinzip verstanden und ich will euch ja auch mal erzählen, wie ich das so mache. Jeder macht das natürlich auch wieder anders, aber das sind so meine guten Erfahrungen und meine Strategien, die ich jetzt auch für mein Business nutze. Und vielleicht könnt ihr ja davon auch was mitnehmen, ne? Den Hermann, das habe ich auf dem Schirm, den helfe ich auf jeden Fall, da sein Instagram-Konto einzurichten und so schon mal die ersten Follower zu gewinnen. Und wenn jetzt jemand anders noch Fragen hat, dann bin ich auch gern noch bereit zu antworten. Ansonsten würde ich mal schauen, nächste Woche. Ich weiß nicht, wie es ist. Habt ihr da Lust vielleicht drauf, dann noch mal mit Facebook uns zu beschäftigen? Und zwar mit der Facebook Search Konsole. Habt ihr da vielleicht Lust drauf oder sagt ihr, nee, interessiert mich nicht. Also es ist eigentlich die Suchmaschine von Facebook, ähnlich wie bei Google. Habe ich zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht und habe dort auch viele meiner Zielgruppe so getroffen, dass man nochmal über Facebook nochmal einen Call machen, wo man nochmal die ganzen Strategien nochmal vorstellen von Facebook oder mögt ihr lieber nochmal, ja, gut, über Instagram sprechen. Also das ist auch so ein längeres Thema, die Search-Konsole wäre echt cool, echt nicht schlecht. Ich habe dazu wieder super, super Tools entdeckt für die Search-Konsole. Die habe ich selber schon bei mir jetzt installiert und auch ausprobiert und ich bin total begeistert. Also ich kriege erstmal kriege ich jeden Tag nur noch die Feeds, die ich auch wirklich sehen will, von den Menschen, weil ich habe jetzt nur die dann in meiner Search-Konsole, die ich auch wirklich haben will. Und da kriege ich immer den neuesten Content. Und dann bin ich in, ja, ich sag mal so, in 10 Minuten fertig, das alles durchzuscrollen. Und dann kann ich genau lesen, aha, das interessiert mich, das interessiert mich. Und eigentlich von den Leuten, wo ich es gerne möchte, die sind dann alle bei mir dann in dieser Search-Konsole drin. Und dann habe ich nicht mehr diese ganzen Bildchen, aha. Heute gibt es das zu essen und dies zu essen und das. Und das scrolle ich dann immer weiter. Und ich muss auch ehrlich sagen, mein Zeitmanagement ist eben auch begrenzt. Ich kann nicht stundenlang durch Facebook scrollen und mir alle möglichen Sachen durchlesen. Manchmal ist es ja schon interessant, wenn so Leute schöne Geschichten haben. Aber ja, die Zeit habe ich leider nicht. Ja, gut, dann machen wir das nächste Woche. Ich werde wahrscheinlich dann wieder um 18 Uhr kommen. Samstag hat mein Mann Geburtstag. Ich hoffe, ich bin dann schon wieder fit, aber ich trinke nichts, keine Angst. Ich bin dann fit. Das klingt gut. Gut, Susanne. Ja, dann hörst du dir die Aufzeichnung an. Das Video von dem Tool, das poste ich euch hier rein. Das habe ich schon fertig gedreht, habe ich schon Mitte der Woche fertig gedreht. Und das Arbeitsblatt ist gebongt und ich stelle euch dann auch noch mal die Apps, ja, die schreibe ich euch dann auch noch mal hier unten rein, die ihr dann für, aber verwechselt das nicht, das sind Apps für Handy oder Tablet, ne? Das sind jetzt keine Apps für PC, wir müssen das immer unterscheiden, ne? Das Storito, das ist ein App für PC und die anderen, die ich euch genannt habe, das ist dann für Handy, ne? Und Storito gibt es übrigens auch, und dadurch entdecke ich ja immer alles, gibt es auch, ja, gibt es auch eine Google Chrome Erweiterung. Also alles über Google Chrome, einfach anklicken, bin ich schon drinne. Nichts trinken ist auch keine Lösung, ja. Muss ich ganz ehrlich mal sagen, wen es interessiert von euch, ich hatte vor 3 Jahren eine sehr, sehr schwere Krankheit und war dort fast ein Jahr krank. Und ja, und dann hieß es kein Alkohol und du musst das machen und dies machen und jenes machen. Und seitdem, ja, trinke ich nichts mehr, weil ich ein bisschen Angst habe, dass vielleicht dieses
diese Krankheit wiederkommt. Also ich bin ja jetzt geheilt, aber es könnte durchaus passieren, dass es vielleicht mal ausbricht. Und deswegen trinke ich eigentlich nichts mehr. Und das hat aber so mir ein bisschen so mein Umdenken gebracht, ne? Diese schwere Zeit. Und in dieser Zeit habe ich eben nicht sinnlos daheim rumgesessen und nur gedacht, oh, ich bin ja so krank. Nee, ich habe mich dann wirklich auch aufgerappelt und habe gesagt, jetzt musst du was tun, du musst was, du bist doch wer, du weißt doch was, mach einfach was aus dir. Und da habe ich dann den Entschluss auch gefasst, hier online, ja, mir was aufzubauen. Na, in dieser langen Zeit. Alles klar, ich muss jetzt zum Abendbrot, ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich will nicht mehr lange quatschen. Ich entlasse euch jetzt in den Feierabend und in den schönen Sonntagabend. Wünsche euch alles Gute und falls noch Fragen sind, hier unten rein. Und ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Ich habe noch was vergessen. Ich möchte ganz viele Herzchen von euch. Ja, Herzen, 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 Herzen. Ganz viele Herzen. Als Dankeschön möchte ich Herzen. Da würde ich mich freuen. Deswegen bin ich jetzt noch mal zurückgekommen. Ja, Gerd, du auch. Danke. Tschüss. Ja, Viola, danke, danke.